Willkommen zu einer weiteren Tutorial-Reihe in dem BIM 1 Kurs bzw. Einführung in das BIM Authoring Software Revit, wo wir uns so ein kleines Einfamilienhaus bauen mit dieser Software. Und jetzt sind wir bei den Treppen angelangt. Ich habe mir überlegt, dass wir da drei Teile machen. Zunächst, und das ist jetzt dieser Teil, möchte ich erstmal Allgemeines zu Treppen erklären. Und danach werde ich dann hier in dieser Vorlage dann die einzelnen Treppen erzeugen. Einmal die Treppe vom Kellergeschoss ins Erdgeschoss und dann vom Erdgeschoss ins Obergeschoss. Ich zeige noch mal ganz kurz das Endergebnis, wie das dann später aussehen soll. Ja, hier sehen wir noch mal die Treppen. Also man sieht, es geht nicht nur um Treppen, es geht auch noch um die Geländer. Ja, die passen auch, die tun wir auch mit gleich abhandeln. Und auch die Anpassung der von der Treppe betroffenen Bauteile, wie zum Beispiel dann hier die Decken. Ja, eigentlich sind es nur die Decken, die da angepasst werden müssen. Ja, das wollen wir uns in den nächsten beiden Tutorials anschauen. In diesem Tutorial möchte ich nochmal ganz allgemein auf das Thema Treppen einführen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Architekt, sondern Bauingenieur. Das ist nicht mein Hauptthema. Deswegen werde ich das auch nicht allzu sehr vertiefen, weil das für uns Bauingenieure eher nebensächlich ist. Die Treppen kommen meistens vom Architekten, wir tun die eigentlich selten selber modellieren. Es gehört allerdings mit zu dem Kurs, dass man selber mal so eine Treppe gebaut hat, hier im Revit, deswegen werden wir es auch behandeln, allerdings nicht allzu vertiefend. Und wen die Materie dann noch mehr interessiert, beziehungsweise dann auch noch irgendwelche Sonderthemen hat, den verweise ich einfach auf weitere Tutorials. Das YouTube oder das Internet ist voll von Anleitungen von Leuten, die schon noch viel besser auskennen als ich, was das Thema Treppen angeht. Okay, so viel zur Einführung. So, ich möchte nun eine kurze Einführung geben zu dem Thema Treppen, ganz allgemein, ohne auf unser konkretes Beispiel jetzt erstmal einzugehen. Und dazu habe ich eine kleine Vorlage vorbereitet, also hier so ein leeres Projekt mit so drei Geschossebenen und auch drei Geschossdecken. Und wir wollen die jetzt hier mal verbinden über eine Rampe zunächst und dann über eine Treppe, um hinter ein paar so kleine zu zeigen, wie das hier generell funktioniert in Revit. Zunächst erstmal wichtig, dass Sie wissen, welche Geschosse Sie miteinander verbinden wollen. Und ich bin jetzt hier in der Ebene minus 1, in der Grundrissebene minus 1. Und es empfiehlt sich aus meiner Sicht, das Ganze auch im Grundriss zu modellieren. Man kann das auch im 3D machen, aber ich finde das, also in der 3D-Ansicht, aber da kann man immer die Angrenzung zu, also da kann man das immer schwer dann positionieren zu den angrenzenden Bauteilen und so weiter. Deswegen mache ich das eher immer im Grundriss. Ich habe allerdings hier noch die 3D-Ansicht mit offen, damit man es ein bisschen mitverfolgen kann, was passiert, denn ich sehe natürlich im Grundriss nicht alles und deswegen muss man gerade bei Treppen aus meiner Sicht mit mehreren Ansichten arbeiten. Vielleicht sogar auch gleichzeitig, indem Sie die halt gleichzeitig öffnen. Okay, wie gehen wir also vor? Ich bin jetzt hier in der Grundrissebene minus 1 und dann gehe ich hier auf Architektur und dann auf Rampe. Wenn Sie mit der Maus da mal kurz drauf zeigen, dann kommt eine kurze Erläuterung oder auch nicht. Jetzt. Ja, und wenn Sie drauf bleiben, nicht draufklicken, dann kommt noch ein längerer Text und wenn Sie dann jetzt F1 klicken, also die Funktionstaste F1 drücken würden, dann wird er auch, wie sie unten auch steht, unterhalb der, geht dann auch die entsprechende Hilfe auf. Und wenn wir jetzt drauflegen, ist der Befehl Rampe aktiviert. Ganz, ganz wichtig, hier der Hinweis, gerade für Anfänger ist das oftmals verwirrend. Das ist so ein genannter, ich nenne die immer so abgeschlossene Befehle oder in sich geschlossene Befehle. Das heißt, dieser Befehl ist jetzt aktiv, weil der besteht aus mehreren Teilbefehlen. Ja, im Unterschied zu den anderen Befehlen, wie zum Beispiel Wand oder Fenster versetzen oder so, die meistens nur bestimmte, eine kleine Abfolge haben, sind Befehle, die große Abfolgen haben, ja, die meistens irgendeine Vorkonstruktion, eine 2D-Vorkonstruktion benötigen oder sowas in der Art, müssen die hier, wenn die sind so abgeschlossene Befehle, die müssen sie entweder mit einem Kreuz abbrechen, ja, wenn sie da keine, wenn sie da aufhören wollen, oder müssen ihn halt abschließen. Und solange dieser Befehlmodus aktiv ist, ja, nützt auch nicht irgendwie Escape zu klicken oder hier auf den Pfeil. Der Befehl ist so lange aktiv, bis Sie ihn abgebrochen oder abgeschlossen haben. Und das sehen Sie auch daran, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Architektur gehe, sind die anderen Befehle, die meisten anderen Befehle alle ausgegraut. Es gibt noch ein paar, die vielleicht hier noch aktiv sind, die man auch noch verwenden kann, aber das ist in der Regel kaum einer. Ja? Also das ist ganz wichtig,
entweder abbrechen oder abschließen. Ja, bei einer Rampe gibt es noch diverseste Einstellungen. Ja, Sie sehen hier zum Beispiel, Sie können die Arbeitsebene nochmal festlegen. Man sollte das meistens im Vorfeld machen, aber man kann das auch jetzt hier nochmal speziell innerhalb des Befehls machen. Gerade wenn man jetzt auf vier verschiedenen Höhen arbeitet, ist natürlich interessant, ja, dass man dann noch Arbeitsebenen festlegen kann für die jeweilige 2D-Vorkonstruktion. Ja, die können Sie auch anzeigen, dann können Sie noch mit Referenzebenen arbeiten. Sie können auch einen Viewer aktivieren, ja, wo Sie dann die Arbeitsebene nochmal angezeigt werden. Und dann gibt es hier das Geländer. Ja, das heißt, Sie können zusätzlich zur aktuellen Arbeitsebene, also die Grundrissebene minus 1, können Sie noch andere Arbeitsebenen festlegen, auf denen Sie zeichnen. Dann theoretisch in unterschiedlichen Höhen arbeiten. Macht hier in der Grundrissansicht wenig Sinn. Ja, wäre aber interessant, wenn Sie zum Beispiel in der 3D-Ansicht arbeiten. Ja, dass Sie dort nochmal dann, wenn Sie meinetwegen das Ganze in 3D modellieren müssen. Machen Sie es nicht so kompliziert in dieser Kurzeinführung. Wir lassen einfach die Ebeneinstellungen so, wie sie sind, ja, und gehen jetzt hier auf Lauf, ja, und das kann ich jetzt hier. Die Rampe ist ähnlich wie eine Treppe, ja, deswegen zeigt, Sie werden dann sehen, wenn ich auf die Treppe eingehe, dass das dann ähnlich verläuft, ja. Also, es ist einfach eine abgespeckte Form des Treppenbefehls, deswegen steige ich auch darauf ein. Jetzt hatte ich beinahe was vergessen zu erklären, und zwar das Geländer. Sie können auch sofort mit der Treppe oder mit der Rampe gleich das Geländer mit verlegen. Ja. Wenn Sie draufklicken, dann können Sie hier eine Geländerfamilie, die hier angelegt ist, auswählen. Ja. Und dann wird das gleich mit verlegt oder installiert. Ja. Wenn Sie das nicht wollen, gehen Sie einfach auf Keine und dann wird die Rampe ohne Geländer erzeugt. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Einstellungen aber jetzt hier erklärt. Ganz wichtig sind noch die Eigenschaften. Hier haben wir nochmal die Typeigenschaften. Ja. Sie haben jetzt hier verschiedene Rampentypen sind jetzt hier in dem Projekt geladen. Ja, gibt es mit 3%, 2% und so weiter. Und wenn Sie das ändern wollen, Typ bearbeiten gehen, gegebenenfalls vorher duplizieren und dann können Sie hier nochmal noch ein paar Einstellungen vornehmen, wie das Material, die Neigung, die Beschriftungsgrößen und so weiter. Ja, wir lassen mal den Standardtyp, gehen auf OK und checken nochmal die Einstellungen, die Exemplareigenschaften. Also hier die Basisebene ist minus 1. Ja, das passt. Man könnte noch einen Versatz eingeben. Das ist dann interessant. Gerade bei Treppen werden wir das dann brauchen. Dann später in unserem Gebäude, wenn wir da Fußböden aufbauten haben, die wir halt mit beachten müssen. Das gilt natürlich für oben wie auch unten. Dann gibt es die oberste Ebene. Das wäre dann in dem Fall die nächste Ebene, also die Ebene 0. Und wenn Sie jetzt über mehrere Geschosse gehen wollen, ja, dann können Sie auch mehr noch, also quasi auf Ebene 1 gehen. Ja, da würden Sie eine Rampe über mehrere Geschosse machen. Machen wir erstmal nicht, ja. Hier beim mehrstöckigen Gebäude. Können wir euch dann nochmal zeigen und dann noch so ein paar Beschriftungsgeschichten, wie die Grafik aussieht. Ganz wichtig hier noch, die legen hier die Breite fest. Ja, hier können Sie auch noch bei einer rechteckigen Rampe hier die Breite definieren. Machen wir bei 1 Meter. Und ja, und jetzt können wir eigentlich losmachen. Ja, wir machen jetzt hier die Vorkonstruktion. Die Rampe besteht jetzt eigentlich erstmal nur aus einem Lauf. Ja, jetzt ziehen Sie einfach hier eine Linie. Ich fange jetzt hier mal unten an und dann zeigt er uns hier an. Leider ist die Vorschau, kann man hier vergessen. Ja, bei einer Treppe zeigt er uns dann an, wie viel Steigen er noch braucht. Leider bei einer Rampe nicht. Ja, da müssen wir einfach jetzt hier in die Richtung gehen und irgendwie aufhören. Und dann sehen wir jetzt hier 5,8 Meter. Also warum er jetzt hier noch von 98 Meter redet, keine Ahnung. Eventuell ist die Neigung vielleicht zu gering. Das kann auch sein. Ja, was haben wir gewählt? 3%. Ach so, ja, genau. Ja, das macht natürlich Sinn. Ja, da brauchen wir natürlich dann eine ziemlich lange Rampe, ja. Wenn man das so eine Höhenunterschied überwinden will, haben glaube ich 3 Meter Höhenunterschied. Aber gehen wir erstmal auf OK. Und jetzt warnt er uns einfach, dass die Rampe natürlich jetzt noch nicht das Geschoss verbindet. Ja, das sehen wir jetzt hier unten, hier im 3D-Fenster. Gehen wir erstmal auf Escape oder kommen jetzt hier noch raus. Die Rampe ist leider nicht genug. Okay. Und jetzt sehen wir hier, die Rampe ist natürlich noch viel zu kurz. Ja, aber wir können ja mal gucken, wenn wir die Neigung ändern. Klicken wir nochmal drauf und nehmen wir das Steilste, was wir hier haben. 18%. Ja, da kommen wir schon höher. Ja, und so können Sie jetzt mit solchen Rampen arbeiten. Ich gehe nochmal jetzt hier auf die Rampe, dann auf Skizze bearbeiten. Jetzt kann ich hier nochmal reingehen und könnte jetzt hier zum Beispiel an der Begrenzung rumspielen. Ja, ich könnte jetzt hier die Begrenzung hier löschen. Ja, die Begrenzungslinie. Und wichtig ist immer, dass sich an die Farben halten. Ja, zum Beispiel die Begrenzung sind grün. Das heißt, wenn Sie jetzt die Begrenzung ändern wollen, gehen Sie hier auf Begrenzung
Und dann kann ich hier zum Beispiel so einen Bogen wählen. Da kann ich hier so eine Rampe machen mit so einem Bogen. Zum Beispiel sowas in der Art. So. Und wenn Sie zum Beispiel hier die Steigung ändern wollen, die Rampe B hat nur einen Anfang und ein Ende, das ist das Schwarz, gehe ich hier auf Steigung und könnte jetzt die Linie, ach so, die Linie erstmal löschen. Und dann könnte ich hier, meinetwegen, wir können das vielleicht noch ein bisschen krasser machen, vielleicht so. Dann gehe ich hier auf Steigung und ändere das hier meinetwegen in so eine Linie. Das müssen wir noch hier kürzen. Das muss immer von der ersten Steigung bis zur nächsten gehen. Wenn ich jetzt hier auf OK gehen würde, ah ne, macht er trotzdem. Bei einer Treppe meckert er rummeckern, glaube ich. Und jetzt hätte ich so eine Rampe. Ja, jetzt sieht man es nochmal im 3D. So eine Rampe erzeugt. Ja, genauso können Sie auch eine Rampe als eine Kurve modellieren. Machen wir das vielleicht noch zum Schluss zum Thema Rampen. Gehen Sie auf Skizze bearbeiten. Und tun jetzt mal die Lauflinie ändern, schmeißen die nochmal raus, gehen jetzt hier auf, ups, da meckert er rum. Die muss wohl doch gerade sein. Ah ne, okay, wahrscheinlich kann man es im Nachhinein nicht mehr ändern. Kann man vielleicht nur im Vorfeld machen. Also wenn man die Rampe neu erzeugt, gehen wir da nochmal auf Abbrechen, sagen ja, okay, wollen es verwerfen und gehen nochmal auf eine neue Rampe. Also Rampe. Und dann auf Lauf und wählen hier einen kreisförmigen Lauf. Das wollte ich nochmal zeigen. Ja. So, wenn Sie sowas haben machen wollen. Ja, da hat man jetzt so eine Rampe. Achso, jetzt habe ich hier vergessen, den Ausschnitt richtig aufzuziehen. Also nochmal. So, ein bisschen Platz machen. Also kreisförmiger Verlauf. Ziehen das hier auf. Und jetzt kann ich hier, glaube ich, noch ziehen, wie lang soll die sein? Genau. So. Und jetzt ist die Rahmen ist in dieser Form und gehe jetzt hier auf OK. Und jetzt tut er wieder rummeckern, dass sie zu kurz ist und so weiter. Okay, passt. Das wollen wir nicht speichern. Und hätte jetzt hier eine kreisförmige Rampe erzeugt. Ja. Und wenn wir die auf 18% setzen, kommen wir da schon ein Stück höher. Ja, so viel zu den Rampen. Wie gesagt, ich bin da jetzt nur eine kurze Einführung, bin da jetzt auch nicht so der große Experte, was die Sachen angeht, braucht das relativ selten, aber ich denke mal, das genügt, um erstmal das Grundprinzip zu verstehen. Ja, kommen wir vielleicht zu den Treppen. Ja? Mit Treppen habe ich ehrlich gesagt mehr zu tun als mit Rampen. Lösche das nochmal raus und das nächste wären jetzt die Treppen. Das wird man jetzt hier, gehen also hier mal auf Treppe und da sehen wir, wenn wir hier reingehen, ist das fast so ähnlich wie bei der Rampe. Es kommen nur noch ein paar Sachen dazu, weil die natürlich komplexer ist. Da haben wir aber auch wieder einen Lauf. Ja, was man hier was hinzukommt, ist das Podest, ja, oder das tragende Bauteil, was man noch zusätzlich modellieren kann. Dann gibt es hier die Standardtreppen, ja, und ich werde das mal ganz kurz überspringen, denn da wir von der Rampe gekommen sind, macht es eigentlich mehr Sinn, hier auf die Freitreppe zu gehen, beziehungsweise ihr könnt sie über eine Skizze sich quasi eine eigene Treppe erzeugen, die jetzt von diesen Standardtypen, die hier oben angeboten werden, abweicht. Und wenn Sie das aktivieren, sind wir wieder in dem Befehl der Rampe drin. Ja, da haben Sie auch wieder eine Begrenzung, eine Steigung und eine Lauflinie. Und machen wir das vielleicht mal. Ich gehe zunächst auf die Begrenzung. Hier ist allerdings wichtig, dass man mit der Begrenzung anfängt. Ja, bei der Rampe genügte eigentlich nur die Lauflinie zu zeichnen. Und dann konnte man, wenn man wollte, die Begrenzung noch bearbeiten. Die Steigung hat er automatisch gemacht. Hier ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Ja, es empfiehlt sich hier mit der Begrenzung zunächst anzufangen. Und da gehe ich also hier auf Begrenzung, dann hier auf dem Rechteck und ziehe einfach eine Begrenzung hoch. Hier sehen Sie jetzt auch schön, oder? Na, sieht man leider nicht, dass er hier die Stufen anzeigt. Bei der Lauflinie zeigt das vielleicht dann an. Ja, dann gehe ich jetzt mal auf die Lauflinie zunächst. Ja, und ziehe eine Lauflinie. Ich hoffe, jetzt kommt hier die Vorschau. Nein, auch nicht. Schade. Komisch. Normalerweise zeigt er mir hier dann immer die Anzahl der Stufen an, die er noch braucht. Ja. So, und jetzt können wir noch die Steigung zeichnen. Und hier müssen wir die Begrenzung noch mal ein bisschen ändern. Das ist ein bisschen anders. Also, das müssen wir noch mal hier wegmachen. Immer die Begrenzung ist links, rechts. Und dann haben wir jetzt hier die Steigung. Also, die Steigung dann auf Linie. Und jetzt mache ich es mal ganz einfach. Hier einfach ein paar Linien rein. Wichtig ist, das hier zu schließen. Das habe ich hier. So, ach so. Wenn ich die Steigung mache, dann fängt er an zu zählen. Ja, jetzt fällt mir es wieder ein. Ja, jetzt fange ich. Das sehen Sie, jetzt hat er quasi eine Steigung erstellt. 15 verbleiben. Er zeigt das ja relativ klein. Und ich hoffe, Sie können das dann später sehen im Film.
Ja, und jetzt fange ich an, hier weitere Steigung zu erzeugen. Und dazu klicke ich hier die Linie an, gehe jetzt hier auf Kopieren und dann gehe ich hier auf Beschränken und auf mehrere und klicke jetzt hier einfach hier da ein paar Steigungen. Und Sie sehen, es tut es immer ändern. Ja, sagt er jetzt hier, rechnet quasi immer aus, wie viel Steigung brauche. Und dann kann man das hier dann so lange rumklicken, bis die alle fertig sind. Ich mache das hier frei Schnauze. Ja, was haben wir hier? Noch sechs sind verblieben. Ich mache sie mal schnell fertig. Ich tue hier jetzt mal einen Punkt fangen. So, 13, 3 noch. 2. Jetzt tut er was überlappen, dann meckert er jetzt rum. Und dann mache ich jetzt hier oben erst nochmal zu. Und hier war irgendeine Überlappung. Ich hoffe, die habe ich jetzt. War das die? Ja. Jetzt fehlt noch eine. Also das war es jetzt nicht. Wichtig ist auf Steigung, deswegen sind die Farben wichtig, dass Sie hier drauf achten. So, und dann gehen wir mal auf OK. Und ungültige Stütze, kein Lauf erstellt werden. Ups. Mit dieser Skizze kann kein Lauf erstellt werden. Ach so, ja. Wo ist der Fehler? Ja, schöner Vorführeffekt. Hab's zwar richtig gesagt, aber selber falsch gemacht. Sie sehen hier oben, das endet nicht mit einer Steigung, sondern mit einer Begrenzung. Hat er ja gesagt, Begrenzung links und rechts. Deswegen sind die Farben wichtig. Achten Sie mal auf die Farben. Das darf nicht grün sein. Das muss eine Steigung sein. Ich habe vergessen, hier umzuschalten. Und jetzt ziehe ich hier einfach eine Steigung rein. Und jetzt sollte das funktionieren. Genau. Jetzt sehen wir die Treppe. Und ich habe hier noch ein paar Einstellungen jetzt vergessen, noch rauszunehmen. Ach nee, das passt, ja. So sieht die jetzt aus. Und jetzt werden Sie sich wundern, ja, warum sieht die Treppe so aus, wie sie aussieht, weil Sie können ja den Typ wählen. Ja, das macht man am Anfang. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das kann man auch im Nachhinein noch ändern. Also achten Sie auch hier wieder, wie bei der Rampe, auf die Typ und auf die Exemplareigenschaften. Ist ein bisschen wichtig zu beachten, dass man das im Nachhinein teilweise nicht ändern kann. Ja, das sehen Sie hier, das ist ausgegraut. Ich hätte das am Anfang wählen sollen, was das für eine Treppe ist. Ansonsten sehen wir dann hier, wenn Sie auf OK gehen, hier rausgehen, also den Skizziermodus und jetzt die Treppe anklicken, so, dann können Sie hier, Moment, ja, dann können Sie hier auch nochmal jetzt die, also den Typ ändern, aber eingeschränkt, ja, also nicht als, da sehen Sie hier nur, da haben Sie nicht mehr so viele Einstellungsmöglichkeiten wie am Anfang, ja. Ich habe es leider vergessen, darauf hinzuweisen. Das sollen Sie am Anfang immer checken, ja, was Sie hier für Einstellungen. Im Nachhinein ist es immer wieder schwer, das zu ändern, weil die Treppe wird ja berechnet. Ja, das ist eine, ich werde mal zeigen, wo Sie das alles einstellen. Und wenn Sie dann im Nachhinein dann die Einstellung ändern, kommt das für das meistens zu Problemen. Zumindest bei mir ist das so. Ja, auch ist die Möglichkeit, im Nachhinein was zu ändern, auch beschränkt. Okay, kommen wir mal zu den Standardtreppen. Das ist eigentlich das, mit wo wir uns auch fokussieren wollen, weil, wie gesagt, ist ja nicht unser Thema, Treppen zu modellieren. Deswegen werden wir wahrscheinlich mit den Standardtreppen arbeiten. Und ich lösche die nochmal raus. Und gehe jetzt hier nochmal auf Treppe. Und jetzt machen wir es gleich richtig. Ja, achten Sie hier auf die Optionsleiste und hier auf die Eigenschaften. Hier nochmal den Typ wählen. Und dann nehmen wir einfach hier die, ja, die Fertigbetontreppe. Und dann checken wir erstmal die Ebenen. Das geht von Ebene minus 1 bis Ebene 0. Das passt. Wir haben keinen Fußbodenaufbau. Sehen wir mal die Höhe, die sich da ergibt. Dann können Sie hier die Anzahl der gewünschten Steigungen einstellen. Und dann rechnet er das immer hier entsprechend um. Ja. Nach was berechnet er das? Dann gehen wir einfach auf Typeigenschaften. Und dann sehen wir hier die Berechnungsregeln. Ja, da können Sie mal reingehen und hier können Sie auch noch mal anpassen. Ja, da gibt es so also bestimmte Regeln, wie man so eine Treppe zu brechen hat, dass das halt möglichst bequem ist und so weiter. Ja, finden Sie alles hier. Hier können Sie das einstellen und normalerweise brauchen Sie dann bloß hier die Höhe, also die Anzahl der Stufen einstellen und den Rest macht er dann automatisch. Wenn wir gerade hier drin sind, Typeneigenschaften, ja, hier können Sie auch noch andere Sachen mit einstellen, maximalen Stufenhöhe und so weiter. Das finden Sie alles hier. Ja, hier gibt es auch noch ein paar Einstellungen, die ein bisschen versteckt sind. Zum Beispiel hier Podesttyp. Wenn Sie da drauf gehen, finden Sie wieder Einstellungen zum Podest. Das ist alles ein bisschen ja, teilweise geschachtelt. Ja, das ist am Anfang ein bisschen verwirrend. Ja, Lauftyp kann man ja auch nochmal einstellen. Die ganzen Geschichten. Wie gesagt, da könnte ich jetzt ein ziemlich langes Tutorial draus machen, die Einstellungen alle durchzugehen. Ich muss sogar gestehen, ich kenne die auch nicht alle.
Deswegen, ich zeige es noch, wo sie das finden und dann müssen sie einfach selber ausprobieren. Dann bei ihrem konkreten Fall, was sie halt ändern müssen, um halt, damit die Treppe halt das macht, was sie soll. So, das sind nochmal ganz wichtige Einstellungen und hier auch nochmal die Optionsleiste ist auch nochmal nicht ganz unwichtig. Ja, hier können Sie dann nochmal sagen, wo ist die Lauflinie? Wenn Sie die zeichnen, ist die jetzt in der Mitte oder am Rand? Das können Sie hier einstellen. Hier können Sie nochmal die Breite eingeben. Ja, im Unterschied zur Rampe, da kam die Breite über die Exemplareigenschaften, die wird bei der Treppe hier oben eingegeben, die Laufbreite. Es sei denn, Sie gehen auf Skizze, ja, dann ist das weg. Ja, jetzt sind wir bei Standardtreppen. Da geben Sie ein. Jetzt können wir noch automatisch das Podest mit einstellen, wenn man das will. Das werden wir mal aktivieren. Und was haben wir hier noch? Das kennen wir eh schon von der Rampe. Ja, Geländer kennen wir da auch schon. Tun wir es mal deaktivieren. Wir brauchen kein Geländer. Okay. Das hat sich noch gemerkt. Und jetzt gehen wir mal auf die einfache, auf die gerade Treppe und ziehen die mal jetzt hier durch. So. Und jetzt zeigt er Ihnen auch hier unten in den Text an, wie viele Stufen Sie noch machen müssen. Ja, jetzt haben wir 15, 16, 17, das habe ich eingestellt, 19. Okay. Relativ viel. Und jetzt sind wir schon fertig. Ja, hier sehen Sie jetzt ist Schluss. Ja, hier brauchen wir noch welche und jetzt hört er einfach auf, ja, wenn das dann genug ist. So, das wäre jetzt hier die einfachste Form der Treppe. Ja, so sieht die dann aus. Und machen wir was ein bisschen komplizierteres. Lösche die nochmal weg. So. Und gehen wir mal hier nochmal auf Geradlinien, allerdings dieser mit Podest. Podest ist ja hier aktiviert. Und jetzt kann ich hier meinetwegen einen Teil der Stufen machen. Dann klicke ich und höre es mal auf. Und kann dann zum Beispiel hier rüberfahren. Ja, ich nutze das hier als diese Hilfslinie und mache jetzt hier weiter. Und da ich hier Podest aktiviert habe, tue das automatisch mit dem Podest verbinden. Das kann jetzt gerade sein, können Sie aber auch schräg machen. So, und jetzt wäre jetzt die Treppe mit Podest. Jetzt tut er ein bisschen rummeckern, weil es jetzt hier durch die Schräge habe ich jetzt hier ein paar Einstellungen gewählt, die jetzt hier mit der Konstruktionsmethode nicht ganz übereinstimmen. Ja, die müsste ich vielleicht vorher nochmal kontrollieren müssen, irgendwo in den Typeigenschaften. Können wir jetzt das mal ignorieren. Ja, hätten wir es gerade gemacht, gäbe es da keinen Ärger. So können Sie auch eine Treppe modellieren. Im Übrigen kann man das Podest auch nochmal löschen. Ja, und dann können Sie auch ein Podest selber modellieren. Dazu gibt es ja den Befehl Podest. Geht dann mal hier rein und kann jetzt hier meinetwegen einfach die verbinden miteinander. Einfach hier anklicken. Dann tut das verbinden, kommt durch über dieselbe Meldung. Ja. Oder Sie können das auch über eine Skizze machen. Gehe Sie auf Podest. Dann kann ich das hier quasi die Begrenzung zunächst konstruieren. Dann machen wir hier ein bisschen was. Ja. Tun wir mal jetzt irgendwas konstruieren. So auf die Schnelle. Vielleicht so. So. Achso, jetzt haben wir das hier so. War eine Kette aktiviert. Keine Ahnung, warum das jetzt hier verbunden ist. Beziehungsweise ich wollte ein bisschen was Ausgefahreneres machen. Zum Beispiel sowas in der Art. Und müssen wir schauen, dass ihr das hier richtig schließen und hier auch noch mal eine Linie. Und bestimmt jetzt rummeckern wieder, weil das wieder sich schwer erstellen lässt. Ich mache trotzdem hier mal irgendwas Exotischeres, damit Sie auch sehen, dass auch das geht. Ich hoffe, es funktioniert. Das müssen wir noch schließen. Und das hier auch noch schließen. So. Im Unterschied zur Treppe oder zur Rampe muss das hier geschlossen werden beim Podest. Und da müssen wir noch die Treppenlauflinie zeichnen. Es geht, glaube ich, oder geht es auch? Ne, es geht nicht ohne. Das werden wir gleich rummeckern. Ne, macht doch so. Ja. Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem, nämlich die Höhe von dem Podest. Ja, und die können wir jetzt hier einstellen mit 3 Metern. Das war einfach voreingestellt. Oder was wir auch machen können, ist einfach das Podest anpassen. Also Sie gehen einfach hier auf Ausrichten, wählen hier diese Fläche aus. Das geht jetzt hier schön im 3D besser. Daran sieht man auch, dass man hier wirklich in mehreren Ansichten arbeiten muss und klicken dann die Podestoberfläche an. Und dann kommt natürlich wieder die Meldung, dass er da Probleme kriegt und so weiter. Aber Sie sehen, ja, auch das können Sie hier selber modellieren. So, gehen wir hier auf OK und dann haben wir wieder unsere Treppe. Und wenn Sie die bearbeiten wollen, können Sie dann hier auf Treppe bearbeiten gehen und sind wieder drin und könnten jetzt hier mit der Treppe, ja, noch was ändern dran. Dazu haben Sie ja die Griffe, also hier nicht, aber hier
kann man jetzt zum Beispiel hier die Breite verändern, ja, oder hier noch Stufen hinzufügen. Ja, dann geht das Ganze noch höher. Moment, oder? Ne, macht er nicht. Das kann nicht verbunden werden. Okay. Und hier unten, hier müsste eigentlich. Genau, ja, so können Sie an die Stufen. Jetzt spinnt er ein bisschen rum, weil ich jetzt hier einfach so willkürlich rumgespielt habe. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, es gibt so gewisse Regeln, die natürlich eingehalten werden müssen und so weiter, die ich jetzt hier total verletze. Ja, das bitte ignorieren. Okay, ja, das werden wir uns dann noch anschauen, wenn wir dann später an unserem Haus arbeiten, denn mit diesen Standardtreppen werden wir dann arbeiten. Ich werde das bloß mal noch mal eine andere hier vorstellen oder gehen wir die schnell durch. Gehen wir hier auf, jetzt auf Abbrechen und sage ja, ich möchte es abbrechen und schmeiße die Treppe noch mal raus und gehe dann wieder auf Treppe und wähle mal jetzt hier diese aus. Und da können wir vielleicht auch mal ein anderes Feature noch zeigen, nämlich die mehrgeschossige Treppe. Also wieder checken wir kurz hier die Einstellungen, also die Fertigbeton, haben wir was anderes geladen? Nehmen wir mal eine Holztreppe hier. Ja, je nach Vorlage oder nach Treppentypen, die Sie reingeladen haben, das sind sogenannte Systemfamilien, können Sie hier dann verschiedene Treppentypen wählen. Ja, hier können Sie auch, ach nee, das ist ja, geht nach Vorlagen. Ja, die können Sie gar nicht laden. Sehe ich gerade. Ja, also das habe ich jetzt falsch, das habe ich jetzt falsch in Erinnerung. Also Treppentypen sind, also genau, Systemfamilien können Sie gar nicht laden. Ja, das ist Unsinn, was ich gesagt habe. Vergessen das wieder. Systemfamilien, wie sowas, auch wie Wände oder so, das sind dann Systemfamilien, die kann man nicht reinladen. Ja, die kann man nur hier editieren und dann immer wieder duplizieren. Da kann man halt verschiedene Typen erzeugen. Ja, aber Sie können das nicht irgendwo als Familie selber extern vom Projekt editieren. So, ja, da haben wir jetzt irgendwas gewählt, hier irgendein Typ, Ebene 1 bis Ebene 0, das passt auch. Hier haben wir gesagt, das gewöhnliche Steigung, lassen wir mal auf 16. Dann haben wir hier wieder 1 Meter und das ist jetzt hier die Wendeltreppe. Ja, und jetzt können wir das hier aufziehen. So, ja, das sieht jetzt ja, zeigt uns hier die Steigung auch an. Also jetzt hat er quasi 0 verbleibt, wenn ich es kleiner mache. Nee. Das mal so, zieh das auf. Und jetzt haben wir hier die halb gewendete Treppe. Und jetzt können wir noch Folgendes machen. Sie können hier die Treppe, können ja auf Ebenen verbinden gehen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir jetzt die Ebene allerdings nicht sehen. Dann könnte ich hier noch eine weitere Ebene aktivieren. Eventuell kann ich auch die Ebene hier, wenn wir mal ausprobieren, gehen wir auf Ebene verbinden. Benötigen Sie eine Ansicht der Ebenen, die in sichtbar sind. Ja, okay. Das ist kein Problem, das tun wir einfach mal sichtbar machen, die Ebenen. Dazu gehe ich jetzt ins 3D-Fenster und gehe jetzt hier auf VG, dann auf Beschriftung und dann auf Ebenen. Und mache die jetzt mal sichtbar. Und sehe sie allerdings nicht. Wo sind die jetzt hin? Hier unten, ja. Hier sehen wir jetzt die Ebenen. Oh, die werden ganz schlecht dargestellt. Kaum zu sehen. Ach so, weil ich jetzt im Treppenbefehl drinnen bin, sind die jetzt so grau dargestellt. Egal, ich hoffe, Sie können es trotzdem. Gehen wir mal auf dicke Linie, dann macht die Sache auch nicht besser. Also gehen wir jetzt auf Ebenen verbinden und jetzt kann ich hier noch eine weitere Ebene anklicken, zum Beispiel hier diese und das mit Enter bestätigen und dann erzeugt er mir hier noch eine weitere Treppe. Hoffe ich, habe ich jetzt Enter geklickt? Okay, ja, das hat er gemacht, ja. Das setzt allerdings voraus, dass die, glaube ich, gleiche Geschosshöhen haben, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Weil sonst ja die Anzahl, denke ich zumindest, ja. Ich sage, ich habe es noch nie groß, im großen Stil ausprobiert, ja. Probieren Sie es einfach mal selber aus. Also ich kenne es bisher nur mit gleichen Geschosshöhen, aber vielleicht macht das sogar, wenn die Geschosshöhen unterschiedlich sind. Wobei ich glaube es eher nicht, ne, weil dann die Treppe entweder eine andere Anzahl von Steigungen hat oder eine andere Geometrie, ja. Also dann länger wird oder kürzer, wenn die Geschosshöhen variieren. So, also das wäre jetzt die mehrgeschossige Treppe, die können Sie aber auch in einem Aufwasch, die können Sie aber auch erzeugen, indem Sie einfach über mehrere Geschosse gehen. Wobei, dann haben Sie keine zwei, da haben Sie keine zwei Treppen mehr. Ich werde es nochmal löschen hier und mal eine andere Variante gehen, dass wir wieder hier auf Treppe gehen. Und jetzt machen wir was anderes und zwar, wir bleiben jetzt mal hier bei der Treppe, gehen allerdings jetzt hier auch von Ebene minus 1 bis Ebene 0 und sagen dann, aha. Ah, okay, jetzt geht er nicht. Das ging, glaube ich, dann bei der Skizze war das, glaube ich, so, ne?
Also gehen wir nochmal kurz auf die Skizze. Berühmter Vorführeffekt. Warum kann ich jetzt hier die oberste Ebene ist 0? Und war das bei der Rampe? Ah, genau, bei der Rampe war das so. Ja, hatte ich vergessen. Da können Sie hier auf oberste Ebene gehen. Da können Sie quasi Rampen über mehrere Geschosse machen. Ja, dann zum Beispiel Ebene 1. Und dann gehe ich mal hier auf Lauf, dann gehen wir erstmal die steilste, dann machen wir das Ganze gewendet, ziehen hier die Rampe auf und gehen auf OK. Und jetzt sehen wir hier, jetzt hat er uns quasi hier, ist zwar nicht lang genug, ja, jetzt haben wir quasi auf einmal gleich mehrere erzeugt, ja. Setzt natürlich voraus, dass die Geschosse wieder gleich sind und so weiter. So läuft das hier bei der Rampe und bei der Treppe ist das ein bisschen anders, da ich es eben gerade gezeigt habe. Da müssen Sie das hier über die Ebene verbinden. Also erzeugen Sie erst eine Treppe, ja, in einem Geschoss und dann können Sie dann später weitere Ebenen noch hinzufügen. So, das war das erklärt. Jetzt haben Sie auch diese Funktion kennengelernt, wozu die gut ist. Machen wir jetzt gleich noch hier so eine Treppe. Wobei, die lassen wir mal weg, weil die machen wir dann später in den anderen Tutorials. Machen wir noch die. Die beiden brauchen wir dann sowieso. Also du noch die machen. Also hier wieder Lauf und dann können Sie hier so eine Treppe erzeugen. Ja, wieder hier den Radius angeben und dann haben Sie halt so ein Ding. Ja, hier vielleicht noch mal interessant. Hier können Sie jetzt noch mal das tragende Bauteil noch mal aktivieren. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hier gleich hin auf Anhieb. Ja, dann können Sie hier auf tragendes Bauteil gehen. Dann können Sie hier irgendwas auswählen, das weiß ich, das hier und dann können Sie das hier anklicken. Jetzt meckern natürlich wieder rum, das klappt wieder nicht. Löschen Sie doppelte. Aha, haben noch Auflager, das sehen wir hier. Die haben wir jetzt doppelt, okay. Müssen wir die erstmal löschen. Die Frage ist, wie kriegt man die raus? Einfach so anklicken und weg, genau. So, und hier auch nochmal das weg. Und dann kann man die nochmal speziell bearbeiten. Ja, jetzt habe ich hier die Wangen weggenommen. Jetzt gehe ich auf tragendes Bauteil, wähle jetzt hier irgendwas aus und kann jetzt hier das anklicken. Ja, da habe ich hier dieses. Und jetzt könnte ich hier theoretisch irgendwas anderes wählen. Was weiß ich, das hier. Klickt dann hier hin. Und dann habe ich hier diese. Ja. Andere Konstruktion, die ein bisschen anders ist, ja. Und so können Sie jetzt auch noch, genauso können Sie hier in der Mitte auch so einen Balken machen, ja. Damit können Sie auch noch mal in die Konstruktion eingreifen. Sie können die Randkonstruktion, also die tragende Konstruktion, teilweise hier in den Einstellungen vornehmen, können allerdings hier auch noch mal eingreifen in die ganze Geschichte über diese Sache. Letzter Befehl sehe ich hier gerade noch mal umkehren, können Sie das ja auch, die Richtung umkehren. Das geht aber auch hier über die Pfeile, ja. Jetzt haben Sie so diese Griffe. Gut, jetzt machen wir mal die Decke aus, dann sieht man schlecht. Ach so, jetzt können wir das, wenn wir die Treppe anklicken, dürfen wir normalerweise hier noch die Pfeile sehen. Hier ist er, ganz leicht versteckt. Und da können Sie das auch umkehren, oder? Ach nee, das ist die Beschriftung. Normalerweise ist ja immer so ein Pfeil. Jetzt ist er wieder nicht da. Da gehen wir es mal vor. Ach so, nee. Wenn die Treppe fertig ist, können wir es dann umkehren. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, Treppe ist fertig, dann klicken wir das an und jetzt soll hier der Pfeil kommen. Genau, hier ist er. Ja, jetzt der Befehl beendet. Jetzt kann ich sie auch nochmal umkehren. Ja, Sie können das quasi im Befehl umkehren. Also wenn Sie im Editiermodus sind, Treppe bearbeiten, dann können Sie hier auf Treppe umkehren gehen. Ja, und wenn das beendet ist, dann haben Sie hier wieder einen Griff, der auch dann außerhalb der Treppenbefehls noch aktiv ist, das ist diese hier zum Umkehren. So, und dann können Sie auch noch mal interessant ist es ja auch, hier können Sie auch noch mal die Ebenen wählen. Ja, das können Sie auch noch mal außerhalb der Treppenbearbeitungsbefehls machen, wenn Sie auf Ebene wählen. Ja, und dann kann ich jetzt ja auch noch mal sagen, wieso bietet der mir solche Ebenen an? Ansicht Süd. Aha. Da muss ich jetzt eine Ansicht öffnen, um die Ebene zu wählen. Wir haben jetzt hier die 0 und die minus 1 und 0 verbunden. Jetzt gehe ich mal auf Ansicht Nord und kann jetzt hier diese Ebene noch wählen. Gehe auf OK und dann hat er jetzt hier so ein Treppenhaus, also mehrere Geschosstreppen erzeugt. Ja, warum ist er jetzt hier reingesprungen? Kann ich auch noch erläutern.
Ich war in dem Fenster hier drin, gehen wir auf rückgängig. Wo haben wir es hier? Jetzt hat das. Ich bin jetzt hier im Grundriss drinne gewesen, habe die Treppe angeklickt. Ne, ich bin jetzt in der Ansicht. Grundriss bin ich drinne gewesen, habe die Treppe angeklickt. Woran? Und dann konnte ich hier Ebenen wählen. Und ich habe allerdings in dieser Arbeitsansicht kann ich ja keine Ebenen wählen. Da ist ja keine sichtbar. Ich hätte einfach hier reinklicken müssen, hier in der 3D-Ansicht. Wenn ich hier auf Ebenen wählen gehe, dann kann ich hier oben einfach die Ebene anklicken. Hier und gehe auf OK. Habe ich das auch? Ja, Sie brauchen halt für diesen Befehl eine Ansicht, wo Sie auch Ebenen wählen können. Das kann eine 3D-Ansicht sein oder halt hier einfach eine Ansicht, also eine, zum Beispiel Nord oder Süd. Ja, dann haben Sie ja hier auch Ebenen zum Wählen. Ja, und wenn Sie das im Grundriss machen, ja, wie hier, dann fordert er Sie auf, die Ansicht zu wechseln. Ja, das kam dann als Meldung. Ich hoffe, ich habe jetzt hier eine ganz kurze einen Überblick geben können über die Treppen im Revit, ja, dass man nicht nur die Treppen jetzt kennenlernt, die wir jetzt in den nächsten beiden Tutorials machen werden für unser spezielles Gebäude, sodass Sie auch nochmal einen Überblick bekommen haben über Treppen generell, ja, was sonst noch alles geht. Ja, weil wie gesagt, in unserem Gebäude werden wir natürlich dann nur zwei verschiedene Treppentypen haben. Eine Sache fällt mir noch ein, das hätte ich beinahe vergessen. Und zwar haben wir ja zwei verschiedene Konstruktionstypen kennengelernt. Ja, wenn wir nochmal auf Treppen gehen, haben wir hier kennengelernt einmal die Standardtreppen hier oben, ja, oder halt die, ich nenne es immer freie Treppe oder Treppe über Skizze. Ja, und es gibt noch einen Mittelweg, den möchte ich auch nochmal zeigen. Und zwar, Sie machen vielleicht doch mal jetzt hier diese Treppe, dass Sie hier einfach eine Standardtreppe auswählen. Und die hat er jetzt einfach berechnet, das kann ich die hier positionieren, die kann ich jetzt mit der Leertaste drehen. Ja. Und jetzt kann ich die hier absetzen. Und das Problem bei einer Standardtreppe ist, wenn ich die jetzt mal anklicke, hat die nicht so viel Einstellungsmöglichkeit. Ich habe zwar hier die Griffe und kann jetzt hier noch über die Griffe einiges verändern. Kann zum Beispiel hier die breiter machen, ich kann es hier schieben, ja, also die Form ändern. Aber man sieht schon hier, das wird dann irgendwann meckert rum, wenn dann irgendwelche Konstruktionsregeln hier verletzt werden. Ja, das und das ist ein bisschen eingeschränkt. Ja, und deswegen gibt es folgenden Trick. Ja, Sie können die Treppe anklicken und hier in eine Freitreppe konvertieren. Ja, dann macht er Ihnen daraus eine Freitreppe, also so eine, die Sie dann auch bearbeiten können. Aber aufpassen, das geht nur in eine Richtung. Wenn Sie das einmal in eine Freitreppe konvertiert haben, dann kommen Sie nicht mehr zurück in die Standardtreppe. Ja, ist ja auch logisch. Also ich mache das hier einfach mal, geht jetzt hier auf Konvertieren. Und jetzt kommt mal die Meldung, weist er mich darauf hin, dass das jetzt nicht mehr rückgängig zu machen ist und so weiter. Sage ja, okay. Und gehe auf Schließen. Und wenn ich jetzt die Treppe anklicke, kann ich jetzt hier auf Skizze, jetzt ist das ausgegraut. Jetzt kann ich hier auf, man sieht ja, die Griffe sind alle weg. Ja, jetzt kann ich allerdings auf Skizze bearbeiten gehen. Und jetzt kann ich hier, wie wir das vorhin schon gemacht haben, kann meinetwegen jetzt hier die Stufe verändern. Ja, geht jetzt hier meinetwegen auf den Bogen und kann mich jetzt hier austoben und jetzt hier quasi, ach nee, aufpassen, auf Steigung gehen, nicht auf Begrenzung. Ich tue ja die Steigung verändern, nicht die Begrenzung. Und könnte jetzt hier meinetwegen sowas machen. Ja, aufpassen müssen, dass wir noch dehnen. Da wird er zwar, glaube ich, rummeckern, wenn das nicht geschlossen ist, oder? Ja, genau. Bei einer Rampe ist es, glaube ich, nicht so schlimm, aber hier wird das so ein Problem. Gehen wir auf Fortfahren und tun das hier mit denen hier noch schließen. Ich weiß gar nicht, ist das Geländer, was wir hier sehen oder was? Ja, jetzt können wir hier noch die Begrenzung ändern. Nehmen wir die Linie mal raus und machen hier nochmal Begrenzung an und machen hier sowas. Aber jetzt habe ich hier etwas geklickt, was er jetzt nicht so mag. Ja. So. Machen vielleicht sowas. Dann müssen wir jetzt noch auf Dehnen gehen und die Stufen noch verlängern, also Steigungen. Gehen wir hier auf mehrere Dehnen, wählen die Begrenzung aus und dehnen hier das Ganze. Was wir hier sehen, dürfte das Geländer sein. Die andere Linie hier unten habe ich vergessen auszuschalten. Das nervt jetzt hier ein bisschen. Und ja, das sollte jetzt passen. Nochmal die Farben checken. Okay. Und die Lauflinie haben wir nicht verändert. Gehen auf OK. Und jetzt haben wir hier halt so eine Treppe erzeugt. Ja.
Also das ist dieser Weg, dass man quasi eine Standardtreppe in eine Freitreppe konvertiert, bin ich früher oft gegangen, wenn ich mit den Standardtreppen nicht klargekommen bin. Ja, aber oftmals ist es mir nicht gelungen, die dann so zu modifizieren, wie es brauchte. Und dann habe ich einfach die Standardtreppe erstmal genommen, um erstmal eine Treppe zu haben. Ja, aber es geht natürlich schneller, als die Treppe selber zu modellieren. Und habe dann einfach dann umgewandelt in eine Freitreppe und habe dann nur noch den Rest, noch die kleine Handarbeit hier angelegt. Ja. Ach so, nee, was wir hier sehen, ist die Tragkonstruktion. Nicht das Geländer, sondern hier die Wange, die Tragkonstruktion, weil wir es quasi aktiviert haben, hier in den Eigenschaften. Das ist hier an der Seite. Ja, so, das Geländer werde ich dann später zeigen in unseren nächsten beiden Tutorials. Ja, das brauchen wir eh, die verschiedenen Geländertypen. Da werde ich jetzt keine große allgemeine Einführung machen, damit das Tutorial nicht noch länger wird. Das zeige ich dann später in den anderen beiden Tutorials, wo wir dann die Treppe vom Keller ins Erdgeschoss machen und vom Erdgeschoss ins Obergeschoss. Da brauchen wir eh zwei Geländer jeweils. Da kommt das noch Geländer noch mit dazu. Okay, so viel dazu und ich werde jetzt im nächsten Teil dann eine konkrete Treppe modellieren in einem Gebäude. Bis dahin.